Peter Schäfer, Wehrleiter VG Rengsdorf. Die Feuerwehrstraßen Haus und Oberaden wurden um 2.22 Uhr zu einem Gebäudebrand F2 in Straßenhaus, Ortslage, alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einheiten stellte sich ein Vollbrand der Scheune und des angrenzenden Wohnhauses und zwei davor abgestellter Pkw heraus. Daraus erfolgte ein Nachalarm für die Feuerwehr Hümmerich, Rengsdorf, Bohnefeld und Kochtscheid. Im weiteren Einsatzverlauf wurden weitere Einsatzkräfte alarmiert, insgesamt 150 Einsatzkräfte im Einsatz. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren die Bewohner, zwei Erwachsene, zwei Kinder, bereits aus dem Gebäude geflüchtet und wurden dem Rettungsdienst übergeben und wurden dort entsprechend versorgt. Probleme bei der Brandbekämpfung gab es mit der Wasserversorgung, da aufgrund der Löschwassereinnahme ein Wasserrohr im Ortsnetz ausgebrochen ist, was die Wasserversorgung erschwerte. Daraufhin wurde ein Pendelverkehr mit diversen Tanklöschfahrzeugen sichergestellt. Im Einsatz waren auch diverse Drehleitern, um in dem eng bebauten Ortskern die Löschmaßnahmen zu ermöglichen. Mein Name ist Hans-Werner Breithaus, ich bin Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rengsdorf. Wir haben hier einen Großeinsatz, den zweiten jetzt in unserer Verbandsgemeinde seit gestern und sind wieder viele Einsatzkräfte vor Ort, ca. 150 bei widrigen Wetterbedingungen. Wichtig ist, dass die Familie rechtzeitig das Haus verlassen konnte und dass der Brand jetzt weitestgehend unter Kontrolle ist und jetzt abgelöscht wird. Und die Mannschaftsstärke ist auf jeden Fall gerechtfertigt, rund 150 Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden hier vor Ort. Denn wir haben den ganz eng bebauten Ortskern und der Brand droht auf die umliegenden Häuser und Gebäudigkeiten überzugreifen. Das konnte Gott sei Dank unterbunden werden. Gut, wir haben natürlich die Situation, dass es extrem kalt hier auch ist. Es fängt an zu schneien und mit der Wasserversorgung, das Ganze musste noch optimiert werden. Wir hatten einen Rohrbruch und von daher ist auch wieder alles sichergestellt hier durch die Einsatzkräfte und wie gesagt, widrige Bedingungen vor Ort. Und wir müssen sehen, dass die Kameradinnen und Kameraden so versorgt werden, dass es sichergestellt, dass man ein warmes Getränk gibt und das ist, denke ich, ganz wichtig.